Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Übergang der Venus vom Löwen in die Jungfrau. Wir haben nicht nur die Venus, sondern in erster Linie die Sonne und Aszendent ebenfalls in der Jungfrau, wobei bemerkenswert ist, dass die Sonne auf 12 Grad 35 steht und wir wissen, von 12 Grad 30 bis 15 Grad haben wir Jungfrau gerade, also das bedeutet, jetzt ist die Sonnenenergie in ihrer stärksten Jungfrau-Energie drinnen, aber wir haben nach wie vor das Quadrat zu Mars. Es sind ein bisschen mehr, was ich gesehen habe, als 4 Grad, Sonne 12,35, wie schon erwähnt, und Mars 8 Grad 45. Na, das sind sogar ein bisschen weniger als 4 Grad, glaube ich, um 10 Minuten weniger, also 3 Grad 50 Minuten, und das ist natürlich nach wie vor ein stark wirksames Quadrat. Das bedeutet, dass die Energie nach wie vor sehr stark auf Wut und Zorn und Erregung getrimmt ist, konditioniert ist, bestimmt ist. Welches Wort könnte ich nehmen? Orientiert ist, ausgerichtet ist. Naja, irgendeines wird schon zutreffen. Auf jeden Fall, hier sehen wir doch starke Erregung. Und die Erregung artikuliert sich Jungfrau und Zwillingehaft, das heißt geistig. Ich würde sagen, wir haben hier jetzt einen starken Erkenntnisprozess, dass die Menschen einfach viele Dinge jetzt durchschauen. Und das ist eine gute Sache. Wir kommen gleich zum Trigon zwischen Venus und Mond, weil das beschreibt einen ähnlichen Prozess. Aber wir sehen hier eben große Nervosität, große Aufregung. Wer ist was? Wir sehen einmal die Sonne als Herrscher des 12. Hauses im 1. Haus. Das heißt, wir haben im ganzen Land Verunsicherung, Unklarheit, Orientierungslosigkeit, positiv gesehen einen spirituellen Entwicklungsprozess, weil das 12. Haus steht in der höchsten Oktave natürlich für Erleuchtung, für maximale Einheit mit dem Kosmos, mit dem natürlichen Gesetz. Und das 10. Haus ist über Mars als Herrscher des 9. Hauses besetzt. Und jetzt haben wir eine ganz interessante Spannung, weil das 9. Haus steht, ganz einfach betrachtet, für höheres Wissen. Wir haben in den Karten in beiden Zahlenreihen gehabt die 5. Also das heißt, wir haben Jupiter. Ja? Und Jupiter ist ja der Herrscher des 9. Hauses. Und in dem Fall ist halt der Jupiter-Ersatz der Mars als Herrscher des 9. Hauses, die Energie, die für die Wahrheit steht. Ja? Das 9. Haus steht in erster Linie für die Wahrheit. Natürlich steht es auch für das Ausland, können wir dann nachher schauen, was das dann bedeuten könnte. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier die Wahrheit im 10. Haus sehr, sehr wichtig ist. Die Wahrheit hat einen großen Stellenwert. Und hier sehen wir quasi, dass sich hier brutal ausgedrückt jetzt in Schwarz-Weiß-Denken bezeichnet, wäre das die Sonne quasi, würde fürs 12. Haus für die Täuschung stehen. Ja, wir haben in der alten Zahlenreihe auch tatsächlich die 18, die Täuschung und im Quadrat zur Wahrheit. Also das heißt, hier kommt jetzt ein offener Konflikt zutage. Beides kardinale Besetzungen, 10. Haus und, also 1. Haus und 10. Haus. Also kann durchaus eine spannende Geschichte werden. Wir haben den Mond als Herrscherin des 11. Hauses im 4. Haus. Was könnte das bedeuten? Von der Grundbedeutung her wäre das 11. Haus das Haus der Freunde, der Vereinigungen, im 4. Haus, das heißt, das Zuhause wird zum Treffpunkt für Freunde. Also das heißt, man trifft sich gern mit Gleichgesinnten. Kann aber auch bedeuten, das 11. Haus steht auch für Revolutionäre, für neues Gedankengut, für neue Ideen, und Herrscher von 11 in 4 könnte dann auch bedeuten, dass sich die Bevölkerung langsam, aber sicher, aber stetig, weil Steinbock-Mond ist jetzt nicht so die emotional, wie sagt man, impulsivste Besetzung, dass sich die Bevölkerung allmählich mit neuen Gedankengut anfreundet. Mond im Steinbock, wissen wir, steht für eine sehr ernsthafte
Lebenseinstellung, für eine gewisse Verschlossenheit, wirkt aber für andere auch cool. Also das heißt, und hier sehen wir dann auch eine sehr positive Besetzung der Venus mit dem Mond im Trigon. Und das heißt, hier haben wir auch eine warmherzige, einfühlsame Energie, von der Grundenergie natürlich sehr, sehr positiv, passt auch sehr gut in die Jungfrauzeit. Wo befindet sich der tatsächliche Herrscher des vierten Hauses? Das wäre, Spitze viertes Haus im Schützen, Jupiter rückläufig im achten Haus, was natürlich für einen starken Transformations-, aber auch Leidensprozess der Bevölkerung steht. Und wenn wir genau schauen, dann sehen wir, dass die Spitze des achten Hauses auf 29 Grad 18 in den Fischen steht. Das bedeutet, der Herrscher des achten Hauses ist Neptun auch rückläufig, allerdings im siebten Haus. Neptun ist auch gleichzeitig Herrscherin des siebten und des achten Hauses. Und für mich ist das signifikant, dass der Jupiter, der auf 6 Grad 25 steht, zu Neptun, der 24 20 steht, einen Spiegelpunkt bildet, der sich weiter verschärft. Und das ist dann auch ein echter Spiegelpunkt, also in der klassischen Astrologie, ich spiegel ja bei alles, ja. Aber hier haben wir tatsächlich über 0 Grad wieder gespiegelt. Das heißt, das ist ein maßgeblicher Spiegelpunkt. Das heißt, wir haben hier ein Spannungsverhältnis zwischen der Bevölkerung und zu Ende gehenden Verträgen oder Schwierigkeiten mit Handelspartnern. Das heißt, die Bevölkerung ist hier unmittelbar und direkt betroffen, war aber nicht anders zu erwarten, wie wir das aus der Besetzung Venus in der Jungfrau schon im ersten Teil oder im zweiten Teil abgelesen haben, wo wir erkannt haben, dass die Venus als eingeschlossene Herrscherin des neunten Hauses, aber auch Herrscherin des dritten Hauses und meines Erachtens auch des zweiten Hauses hier starke Auflösungsprozesse zeigt in Finanzen, Wirtschaft und Kontakten mit Übersee oder mit dem fernen Osten. Und das hat natürlich auch über Jupiter, Herrscher von 4, rückläufig, geschwächt im achten Haus. Wir kennen daraus, dass die Bevölkerung stark geschwächt ist und dass sie hier einen Spiegelpunkt bildet, also das heißt gegen Spiegelpunkt hat die Qualität eines Quadrates, dass wir eben hier erkennen, dass es mit Handelspartnern Probleme gibt, welche dann eben auch die Bevölkerung direkt beeinflussen. Ich schaue nur, ob die Opposition zu Merkur noch aufrecht ist. Wir sehen Merkur 7 Grad 45, Jupiter 6 Grad 25. Eindeutig haben wir auch hier die Opposition von Merkur zu Jupiter, was dann auch für Übertreibungen steht, was aber auch für Verluste steht. Also das heißt, wir haben hier das Thema Finanzen und Bevölkerung abermals angesprochen und über diesen Aspekt wird nicht nur, also neben der Achse 6-12, auch die Achse 2-8 besonders hervorgehoben. Üblicherweise kann zum Beispiel auch bedeuten, ja, Jupiter im 8. Haus, Glück bei Erbschaften, aber wenn er rückläufig ist und in Opposition mit dem Herrscher des zweiten Hauses, würde ich sagen, ist dieses Glück dann nicht mehr ganz so komplett. Obendrein steht Merkur auch noch für die Stadtsipaten. Wir kommen noch zu dieser Besetzung. Und das bedeutet, die Opposition zwischen Stadtsipaten und Bevölkerung, dass hier nicht mehr die große Liebe herrscht. Aber wie gesagt, die große Liebe, die war es ja schon lange nicht mehr. Also das heißt, wir brauchen uns hier nichts vormachen. Hier haben wir eine starke Oppositionsspannung zwischen der Stadt Sipaten-Junta und, also Merkur, und der Bevölkerung Jupiter. Also das heißt, hier wird man sich, wie heißt das, man wird sich nicht mehr grün, gibt es diese Redewendung, diese Formulierung. Und wir sehen auch, mit der Besetzung Herrscher von 10 im zweiten Haus als Merkur in der Waage, dass sehr wohl die Stadtsipaten bemüht sind, sich hier auf dem Sektor der Finanzen oder der Rohstoffe sozusagen, wie soll ich sagen, Erfolge zu haben. Das heißt, dass sie hier Resultate vorweisen können. Die sind ja auch unter Druck, ja? Die stehen ordentlich unter Stress. Und wir sehen auch, Merkur
für Geld und Rohstoffe, allerdings Spitze zweites Haus auf 29 Grad 18, was eben auch den Auflösungsprozess unterstreicht. Ja, also dieses Horoskop zeigt uns wieder mal unheimlich viel neptunische Energien auf und wir sehen, dass auch in 12 Graden, also interessanterweise am 17. September, dass oder die Opposition zwischen Sonne und Neptun stattfinden wird, also eine Verschärfung der neptunischen Kräfte, der auflösenden Kräfte, der transformierenden Kräfte, aber auch sozusagen die spirituelle Kraft, die sozusagen zurückkommt. Also wir sehen hier die Rückkehr der Reinigungskraft des Kosmos und hier eben unheimlich starke neptunische Auflösungskräfte und wir sehen hier auch eben bei den Häuserspitzen zumindest zweites und achtes Haus, also das heißt Substanzhaus, Erbschaftshaus, sind auf Fischegraden sehr problematisch besetzt. Und einen Teil mache ich noch, wir schauen uns noch an, was wir nicht gemacht haben, Pluto, Saturn und Uranus im neunten Haus. Weiter zum vierten und heute letzten Teil. Ende.